Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer schaurig schönen Taverne, zur aller verhextesten Episode. Okay, nochmal. Verhextesten Episode von Imperium Arcanum. Ich sollte kein Bier mehr trinken, okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer schaurig schönen Taverne, zur allergruseligsten Episode von Quest Imperium Arcanum, dem einzigen Dungeons & Dragons Format, wo wir am Anfang der Show Nein zur Gewalt zu sagen, nur um dann Goblins auf grausame Art und Weise zu Tode kommen zu lassen. Ich bin Simon, euer Kerkermeister, und bei mir sind diese vier gruseligen Gestalten, die sich heute einmal selber vorstellen werden und die Kostüme, die sie tragen. Greetings, ich bin Kai oder auch Elisar und heute habe ich mich dazu entschieden, mich als mein Signature-Animal zu verkleiden, einem Bären. Hallo, ich bin Vera oder Lumialis Ithrami und spiele sonst eine Elfin, habe mich aber heute auf die dunkle Seite geschlagen. Mein Name ist Arwen von Pondingen, Paladin aus Prestigien und Tiefling, wie man anscheinend auch sieht, nur mit ein bisschen zu viel Rot. Trotzdem besser als der da. Ihr habt gesagt Kostüme, ihr habt nicht gesagt was, ich bin nur, ich hab halt, also. Du bist ein bisschen zu viel In-Character manchmal, ne? Das würde Osbert Way tun, auf einer Kostümparty. Mann. Ich fasse es nicht, dass du hier zu einem Fantasy-Setting mit einem Star-Wars-Kostüm kommst. Ist es? Stargate. Oh, sorry, Leute. Ja, Stargate, bevor ihr es in die Kommentare schreibt. Ja, wenn ihr zum ersten Mal hier auf diesem Kanal seid, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt noch andere 5 Episoden vor euch. Ich habe gerade 10 gezeigt. Ihr habt noch andere 5 Episoden vor euch, die ihr euch reinziehen könnt. Nur so ungefähr 6 Stunden. Also, wir würden uns aber auch über eure Likes und Kommentare freuen. Natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, damit ihr auf keinen Fall verpasst, wenn wir einen neues Video online stellen. Und damit gehen wir auch wieder in die Runde direkt rein, wo wir das geklärt haben. Wo sind wir stehen geblieben? Beim letzten Mal hat unsere Gruppe versucht, den Hügelriesen Bookbook Rule dazu zu bringen, sich mit den Goblins anzulegen, die ihn für ihre Zwecke ausnutzen. Unsere Freunde wären fast mit ihrem Vorhaben gescheitert, wenn unsere liebe Layla nicht gewesen wäre, die ihn mit einem Liedchen verzaubern konnte. Gemeinsam mit dem Riesen brachen sie dann zum Sturmgebirge, wo das Versteck der Goblins ist, auf, um sie zu stellen. Allerdings ist es dann geschehen, dass der Zauber nachgelassen hat. Layla hat versucht, noch einmal den Zauber nachwirken zu lassen. Allerdings hat der Riese dieses Mal den Trick durchschaut und ist wütend aus der Trance aufgewacht. Und hier befinden wir uns im Vorgebirge in einer sehr unangenehmen Situation, wo ein 6 Meter großer, gut gebauter Riese euch anstarrt und sauer auf dich ist, Layla. Osbert? Okay, ich mache einen Schritt auf dich zu, fass dich an, stampf meinen Stab auf den Boden und sag, ihr macht das. Und du merkst, wie dich irgendetwas Seltsames durchströmt. Du fühlst dich noch selbstbewusster als sonst. Und ich gebe dir damit Enhance Ability. Und ich slide vor ihn quasi, also zwischen ihn und Layla. Mhm. Und guck den Riesen an und fange an, mit ihm zu reden. Freunde, mich bezaubert. Gar nicht begeistert. Layla, komm, Musik hinter mir. Zauberhaft. Musik immer zauberhaft. Gute Musik macht glücklich. Layla wollte machen glücklich. Du traurig. Schafe in Gefahr. Deswegen, Layla, spiel Musik, du glücklich. Osbert, was? Geh nach links. Layla, komm zu mir. Ich tippel so langsam mit ihm, Augen lockt, quasi so zur Seite weg und von der. Ich tippel so langsam zur anderen Seite hinter. Lässt den Blick schweifen zwischen euch beiden. Gib mir bitte einen Täuschungsversuch. Okay. Allerdings. Mit Advantage. Mit Disadvantage. Aber ich habe von ihm Advantage. Also habe ich jetzt gar nicht. Dann löst sich das wieder auf, ja. Okay, das hat ja sehr gut funktioniert. Naja, du hättest sonst Disadvantage gehabt. Oh, das ist eine 13. Du siehst, wie er langsam anfängt zu schnauben und sagt: Nein, 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 so läuft das nicht. Kleine Untergebene mir gehorchen und mich nicht verzaubern. Kann ich weiter tippeln und weiter mit ihm lock bleiben, sodass es immer weiter weg von dem Punkt ist, wo Layla ist? Ja, kannst du versuchen. Ja. Wie möchtest du es denn machen? Ich möchte quasi mit ihm und quasi ihn angucken und sagen, was ist, was du böse bist? Warum? Erzähl mehr! Und versuche ihn quasi in ein Gespräch zu verwickeln.
Leila. Ich bin mittlerweile schon so hinter Arben so. Ich sie gerade versucht. Und er guckt dich böse an. Mich zu verzaubern. Das ist eine Sünde gegen ihren neuen Gott. Musik immer zauberhaft. Und ich tippe weiter und ich versuche ihn weiter zu. Ich Taumaturgie in dem Moment und lass Steine direkt hinter ihn schallern. Mhm. Laut. Okay. Dass er abgelenkt wird. Ja. Ja, okay. Aha. Er guckt nach hinten und schaut sich um, was dort geschieht. Leila, jetzt hinter den Steinen. Ich caste. Achso. Ich gehe hinter den Steinen. Achso, stimmt. Ich verstecke mich. Ich caste gar nichts. Ich renne hinter diesen Steinen, verstecke mich. Okay, bitte gib mir darauf einmal einen Stealth-Wurf. Einen Wurf auf deine Fähigkeit, dich zu verbergen. Da haben wir eine 21. Okay, das ist eine Ansage. Er guckt sich um. Guckt euch an und guckt auf die Stelle, wo Leila gerade war, aber da ist niemand mehr. Und ich stehe sofort. Wo, kleine Hexe? Verschwunden! Einfach verschwunden! Ich caste wieder. Betrogen! Ich caste, bestimmt bei Goblins! Ich caste wieder Traumaturgie hinter ihnen in die Richtung der Höhle der Goblins und lasse da quasi. Eine Harfe oder sowas. Auf dem Boden einfach die kleinen Steine und schrei dabei: da hinten, da läuft sie Richtung Goblins! Sie muss mit denen unter einer Decke stecken! Da! Er versteht nicht, was du sagst, Goblins, aber er hört ihre. Oder er hört die Laute, die du gerade gemacht hast, und dann. Kleine Hexe werde ich schnappen! Und er läuft in die Richtung. Okay. Kleine Diener, folgt mir! Ich laufe ihm so hinterher, aber werde immer langsamer. Aber so, dass er es nicht direkt mitbekommt, sondern ich fall so ein bisschen hinterher und ruf noch so: Gott, so schnell! Ich beeilen! Was macht ihr beiden in der Zeit? Guck dich an und orientiere mich daran, was du tust. Leila, ich guck nur hinter den Stein. Langsam in sicherem Abstand hinter uns. Elisa, Dicky, ich denke, wir sollten Osbert folgen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Können wir uns nicht auch einfach verstecken? Wollt ihr Osbert opfern? Der kommt sicherlich alleine zurecht. Er ist ja immerhin der beste ich Ranger. Ich pfeife so. Und Dicky nimmt die Beine in die Hand und läuft in Richtung von Osbert. Dann rennen wir mit in Richtung Höhleneingang der Goblins. Ja. Während wir laufen, möchte ich noch kurz zu Osbert und euch beiden sprechen. Ihr habt auf jeden Fall was gut bei mir beim nächsten Mal. Wenn wir leben. Du möchtest dich langsam vom Riesen absetzen. Also ich bin hinter ihm und will ihm schon das Gefühl geben, dass ich bei ihm bin, aber ich halte ein bisschen Abstand von ihm. Okay, aber du möchtest jetzt nicht dich irgendwie verstecken. Nein, ich will nicht komplett weglaufen, sonst. Okay, ja. Aber ja. Ja, das gelingt dir dann auch in dem Fall. Er läuft einige Zeit und schaut sich auch um und hält nach ein paar Metern inne und schaut sich überall bei den Felsen um, nimmt auch mal einen hoch, um zu checken, ob sie da vielleicht runter wäre. Wo, kleine Hexe? Hast du wieder Taumaturgie über leicht rechts von ihm da, wenn er mal nicht hinguckt. Und stups Osbert an. Mhm. Gib mir dafür mittlerweile, weil es der dritte ist, einen Sleight of Hand. 19 minus 1. 18. Okay. Er guckt sehr verwirrt und überlegt auch eine Sekunde, aber dann geht er weiter nach vorne in die Richtung, wo das Geräusch herkam. Überzeug ihn. Kann ich gucken, ob irgendwo Spuren von Goblins sind? Gib mir dafür einen Survival-Check hier. Okay. Das ist Rechnen, Mathe, 17. Ja, es gibt definitiv hier überall noch Spuren. Das ist fast auch der gleiche Trail, also der gleiche Pfad, den die Goblins aus ihrem Dorf hier hingenommen haben. Du siehst ein paar Wagenspuren hier, du siehst sogar auch Abdrücke von Pferden. Und was dir damit auch auffällt, ist, dass wolfartige Spuren sich auch hier dazwischen mischen. Kann ich zu den Pferdespuren hinlaufen? Mhm. Und also ich bin ungefähr so jetzt gleich hinter ihm, ich laufe jetzt ein Stück nach vor, dass ich wieder neben ihm bin. Und zeig auf so eine Pferdespur und mach so mit meinem besten. Ich meine, ich bin ein Ranger, aber mit meiner besten Ranger-Art quasi mache ich so Fake-Spuren lesen, mehr oder weniger. Und sag so: Schafe! Schafe? Schafe und Goblin-Spuren! Schafe, Goblins, Schafe geklaut! Oh, diese Goblins. Spuren da lagen! Schnell, schnell! Gib mir einen Täuschungsversuch mit Advantage diesmal, weil ich glaube, das ist eine sehr smarte Idee. Ist es jetzt eine doppelte Advantage, weil ich von ihm noch Advantage habe?
8. Leider nur. Ich glaube, du musstest noch nie so viel lügen in deinem Leben. Ja. Er scheint dir aber zu glauben. Ja, ja. Mit einer 7. Oh. Und ja, folgt der Spur. Und mittlerweile befiehlt er dir auch gar nicht mehr mitzukommen, sondern er scheint wirklich außer Wut zu sein und mit seinem Knüppel in Richtung Goblinhöhle zu laufen. Langsam, langsamer, nicht zu auffällig. Und halte so meine Arme vor die anderen und lass sie auch ein bisschen langsamer werden. Was ist die Lage? Okay, also er ist sauer. Ja. Und er greift jetzt auf jeden Fall irgendwas an. Layla sollte sich vielleicht ein bisschen mit Abstand noch halten oder verstecken. Mittlerweile läuft er auch nicht mehr gemütlich, sondern es ist schon ein riesenhaftes Joggen eher. Aber ich habe ihn wieder auf die Goblins gelenkt und ich nehme an, dass er jetzt reingeht und ein paar Goblins verhaut. Ich möchte auf jeden Fall nicht in seinem Weg stehen, so wie der da gerade durchwälzt. Ja. Die Frage ist nur, was wir tun sollten, um ihm zu helfen oder zu sagen, wir bleiben jetzt hier. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir ein bisschen Abstand nehmen und zumindest warten, bis er vergisst, wer Layla ist. Kann ich ihn noch sehen? Ist er bei mir für mich noch in Reichweite? Ja, der ist noch ziemlich sichtbar für dich. Ich würde Prestidigitation und für einen kurzen Moment, also augenblicklich, hört er quasi meine Stimme, aber dass sie aus eurer Richtung kommt, der Goblins. Okay, interessant. Gib ich dir einfach so. Oh. Ja. Okay. Ja. Er läuft noch ein Stück schneller. Er fängt an zu rennen. Ja, okay. Ich bin hier richtig noch so ein bisschen beleidigt. So, haha, dieser dumme Riese. Ich finde mich nicht. Er versteht vermutlich nicht, was du sagst, weil so er deine Sprache nicht spricht. Aber ja. Bleib einfach da stehen. Der Ton ist schon sehr beleidigend. Ja, ich nehme mein Schwert und pack das so in, also, ne, lehne das auf den Boden und guck mir das mit einer Hand auf die Hüfte an. Das ist eine gute Frage. Sehen wir mehr oder ist das nur so ein Tunnel, wo er lang rennt? Oder sehen wir? Er ist noch nicht in dem Tunnel, er läuft auf einen großen Höhleneingang zu. Okay, aber wir sehen nicht, was dahinter ist. Nee, es ist ein großer, dunkler Eingang. Es ist auch nicht eine natürliche Höhle. Ihr seht von außen, dass dort zwei sehr fein gehauene Säulen sind und zwei Statuen. Gibt es die? Kann ich gucken, ob die Tür groß genug ist, dass er da durchpasst? Ja, gib mir bitte einen Wurf auf deine Wahrnehmung, den Perception-Check bitte. Das ist eine 19. Ja, da wird er nicht durchpassen. Dachte mir schon, was hat er hatte ja gesagt, dass er da nicht reinpasst. Jetzt ist vielleicht die Idee für die Suggestion, dass er das versperren sollte. Warum habe ich ihm das blöde Goblin-Horn gegeben? Ja. Ich hätte das jetzt blasen können, dann wären die alle rausgekommen. Oh, das wäre so stark gewesen. Okay, warte. Hat jemand von euch noch die Möglichkeit, ein Geräusch oder sowas zu imitieren? Ich könnte auf jeden Fall das, was ich imitieren kann, ziemlich laut machen. Ich meine, wir wissen, wie das Goblinhorn klingt. Wir könnten potenziell eine Warnung an die Goblins drin rausrufen, dass sie rauskommen und sich ihm gegenüberstellen. Ich caste denn ich glaube nicht, dass er durch diese Tür ihr passt. Ihr seht ihn schon mittlerweile ganz nah am Eingangsbereich dieser Höhle. Und er klopft mit seinem Baumstamm dagegen und ruft Dinge auf Riesisch da rein. Auf Riesisch, Mist. Ich caste Comprehend Languages. Oh, stopp, nein. Mach ich nicht. Okay. Osbert, was heißt, er will uns töten auf Goblin? Warum willst du das wissen? Ich würde nicht davon ausgehen, ihn jetzt wieder vertrau mir bitte jetzt einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir vertrauen kann. Vertrau mir, jetzt oder nie. Sknufla Borgo. Sknufla Borgo. Ich caste Traumaturgie und in meiner besten lauten Goblin-Stimme Sknufla Borgo! Von dem Ort, wo du gerade stehst. Von dem Ort, wo ich gerade stehe. Geh so ein bisschen zur Seite. So, er dreht sich so um und läuft in eure Richtung mit erhobenem Baumstamm. Ich wusste, dass es keine gute Idee ist, dir zu vertrauen. Warum ist das jetzt gerade passiert? Er sieht jetzt auch, dass Layla in eurer Mitte ist und wird richtig wütend. Da, Hexe! Was heißt halt auf Goblin? Oh Mann. Was heißt umdrehen auf Goblin? Umdrehen. Floglo. Ich caste Command Floglo. Okay, was ist der Saving Throw dafür? 13. 13. Ist das Charisma? Ist Charisma-based. Er läuft weiter. Fuck, uns zu. Ja, er läuft weiter auf euch zu. Nochmal. Und damit würde ich sagen, würfeln wir einmal auf Initiative, Freunde.
Oh, meine ganze Arbeit. Ja, cool. 15. Oh, du hast 15. So, wer hat 20 oder mehr? 21. 21 ist Osbert. Wer hat 15 bis 19? 15. 15. 15. Ihr beide habt 15, ja? Ich hab, warte, ich hab 18. Okay. Das ist als nächstes, du bist halt zweites dann, Elisa. Dann könnt ihr euch einigen, wer zuerst möchte. Laila oder, Dicky muss auch noch. Ich hab eine Idee. Dicky nicht. Okay. Arwen. Die letzte Idee, die du hattest, war nicht so gut. Ja, das stimmt. Ich lass euch das. Ich stelle uns mal jetzt hier. Oh je. Genau. Also, der Riese kann da zwischen den. Du kannst dich schön bleiben. Hinter den, so? Mit Dicky hinter genau, den Stalaktiten ja. stellen, weil ich habe gesagt, dass ich Dicky schnappe hinter und hinter dir? Den Stalaktiten gehe. Kann ich schon zwischen euch, ne? Hier? Ich habe gesagt, ich habe, als du das gerufen hast, also? Habe ich schon gesagt, ich gehe zur ja. Seite. Ja. Okay. Genau. Das wäre jetzt gerade so das Setup von dem ganzen Gebilde. Ja. Ist sein Blick gerade nur auf Laila gerichtet? Gib mir einen Insight, bitte. Ein Motive erkennen, Wurf. Das ist eine 23. Ja. Er ist auf Laila gerichtet, ja. Du siehst aber auch in seinem Blick langsam deutlich Mordlust hervorkommen. Und wahrscheinlich wird er alle von euch angreifen und nicht nur Laila. Er scheint durchblickt zu haben, dass nicht nur sie ihm ein übles Spiel zugespielt hat, sondern ihr als Gruppe. Kann ich aus meinem leicht zur Seite gegangenen Versteck erkennen, ob er, achso, wahrscheinlich bin ich noch gar nicht dran, aber trotzdem, ob er... Doch, in fact, bist du der Erste, der dran ist. Cool, dann würde ich das gerne machen. Ich würde gerne, bevor ich irgendwas mache, herausfinden, ob er ein bisschen müde aussehen könnte. Gib auch du mir einen Insight dafür. Das ist mein lieber Game Master, eine 22. Er hat mega Bock, euch zu verdreschen. Da ist kein müde. Stück Müdigkeit Scheiße. Drin. Er ist quietschfidel. Er ist jetzt fast anderthalb Stunden mit euch durch die Gegend gelaufen und er will Blut sehen. Ich dachte, der Stein hätte ihn vielleicht ein bisschen müde gemacht und ich hätte einfach ihn zählen lassen. Oh nein, der hat ihn nur noch viel wacher und aufmerksamer gemacht. Klar. Er hat ihn aufgewärmt. Okay, cool. Cool, ja, das war jetzt, was, eine Nebenaktion oder eine Aktion? Ich gebe dir das als freie Aktion okay. einmal, mit einfach genau hinzusehen, wie dieser Riese ja. auf euch reagiert. Dann, das habe ich ja nicht, ich habe keine Spellslots. Deswegen würde ich jetzt ihn gerne, ja, angreifen, I guess, mit meinem Langbogen. Aber in die Knie schießen. Okay, gib mir einen Wurf und wir schauen, was passiert. So. Oh, sind sie ein bisschen schlecht. Zu Recht. Das ist eine... Ist ich sag ja. nicht schießen. Okay. Werd ihr verrückt, Elisa? Ich vertraue Er Elisa. Sieht mich gerade nicht, ne? Hast doch, du gesagt. Du hast gesagt, er achtet nicht auf mich. Er achtet nur auf Laila. Nein, er scheint Laila fixiert zu haben, aber er sieht euch alle als Feinde an. Okay, ich meine, sieht er mich? Also... Bin ich in seinem Blickfeld, ja. das meinte ich. Ja, 100%. Okay, das war meine Ursprungsfrage, dann habe ich das nicht gemacht, weil ich das falsch verstanden habe. Jetzt schießt. Ja, also das ist eine 12. Trifft nicht. Und der hat eine richtig hohe AC. Der Pfeil landet in seinem dicken Bauch und scheint gar keine Wirkung zu entfalten. Was geht das schon wieder los? Hatte Speckschicht. Ja, cool. Dann würde ich als Nebenaktion Dicky sagen. ich würde... Nee. Ja, ich würde gerne Dicky einfach noch sagen, dass er bitte... Dass du ihn lieb hast? Das war schön mit dir. Nein, dass er durch die Säulen nur zur Seite gehen soll. Okay. Und ein bisschen weggehen soll. Ja. Ja. Und sonst weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Ich bleib da stehen. Okay. Guter Zug. Dann ist Elisa dran. Ich würde mich eigentlich in ein Schaf verwandeln und ihm in den Weg stellen, so... Protective Shield. Das wäre mein Move gewesen, aber wenn er sieht, dass ich mich verwandle, dann ist es gegessen. Ja, dann möchte ich gerne über seinem Kopf stampfe meinen Stab ab und über seinem Kopf erscheint ein
Art Eiskristall, mhm. der droht zu zersplittern und ich möchte ihn auf ihn loslassen. Okay, sehr gern. Ist das ein Attack Roll oder ja. muss ich da einen Save für? Das ist ein Attack Roll. Das ist leider nur eine 12. Das Eis zersplittert einfach und scheint nicht die Wirkung zu entfalten, die du beabsichtigt hast. Dann hätte ich gerne noch einen Deck Save von dir. Mhm. Das hast du dir wohl so gedacht, hä? DC 14. Nein, nicht geschafft. Dann kriegt er noch 2d6 Schaden von den Eissplittern, die trotzdem ihn so streiten. Mhm. Eins ist eine 6. 2 von 2, also 8 Schaden noch. Okay. Das erste Mal hast du das Gefühl, dass ihm wirklich etwas wehtut, was gerade mit ihm geschieht. Also der anfängliche Eissplitter und der Fall scheinen keinen Effekt gehabt zu haben. Die kleinen Eissplitterchen vielleicht doch, weil sie ihm in die Augen unangenehm reinfallen. Nice. Okay, und dann gehe ich ein kleines Stückchen so nach links zur Seite. Mhm, wie weit? Vielleicht 10 Fuß. Okay, sehr gut. Haben wir irgendwo einfach die... Also schnell nach links, ich will aus der Gruppe raus. Ah, super, habe ich da hingestellt, ne? Hier mit dem, 10 Fuß. Mit dem Gedanken, dass er nicht uns alle schlagen kann, gleichzeitig. Ja, damit hast du, glaube ich, alles gemacht, was du diese Runde machen kannst. Möchtest du noch irgendwas rufen? Als Nein. freie Aktion? Okay. Dann ist als nächstes Layla tatsächlich dran. Oder Arwen. Darf ich? Ja, bitte. Ich sehe den Hügelriesen an und möchte... dashen. Mhm. Ich dashe 60 Fuß komplett hier rüber hin. Darf ich mal den Abstandsmesser haben? Der ist dort. Geil. Oh, das ist 60 Fuß. Das ist ziemlich viel. Das viel, ja. Du kannst hier sogar in die Höhle rein. Mhm. Denk, du hast nach dem Dash keine Aktion mehr. Ne? Gar keine mehr, ne? Das ist dann alles, was du gemacht hast. Wie weit kann also eine Bonusaktion kannst du machen, aber es ist deine Hauptaktion, wenn du dashen würdest. Das Ding ist, das heißt nicht, dass er unbedingt 60 Movement hat, ne? Aber... Ne, er hat wahrscheinlich 60 Movement. Ich gehe 30 Fuß hierhin, sodass er mich mit dem Dash nicht, oder nur mit dem Dash quasi bekommen kann. Und gehe zu dir mit der freien Aktion. Was heißt, seine Mutter ist der Sohn, ich meine, er ist der Sohn eines mutterlosen Ogers. ich stehe so da. Du willst ihn jetzt noch beleidigen? Ich muss ihn beleidigen. Warum? Vertrau mir. Denk schon wieder. Und das Ding ist, wenn ich das jetzt zu dir rufe, denkt er ja, ich sag ihm das. Du bist viel näher an mir dran. Das sind 2,5 Meter. Was heißt das? Ihr müsst euch beeilen. Die Aktion geht langsam ich versuch, weg. Ne? Die 6 Sekunden. Ich versuche es zu flüstern. Gloschnik, Lufna. Und ich... Ich rufe ihm mit Traumaturgie vor. Gloschnik, Lufna. Drago! Nicht ganz richtig. Und der Hügelriese guckt in deine Richtung. Es scheint richtig genug gewesen zu sein, um mutterlosen Oger zu verstehen. Und er scheint dich auf dem Kika zu haben. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Möchtest du noch eine Bonusaktion machen? Bonusaktion? Ich glaube, ich kann keine Bonusaktion machen, die mir was bringt. Ob Joe Enemy ist nicht. Wolf Amnity ist nicht. Divine Health bringt mir gar nichts. Angreifen bringt mir gar nichts. Bonusaktion, wäre das nochmal dashen? Nö. Nee. Dashen ist die Aktion, die du dann nicht mehr hast. Frage, was kann ich denn noch machen? Ich glaube nicht viel. Wenn du wolltest, könntest du eine Healing Potion trinken oder sowas. Kann ich ein Schild nehmen in der Bonusaktion? Ja, würde ich dir als Bonusaktion geben. Ich nehme ein Schild dazu. Ja. Damit meine AC höher wird, weil ich jetzt genau weiß, was passiert. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das eine Aktion kostet, aber ich ruhe das jetzt mal eben sehr easy peasy. Okay, gut. Layla. Tank ihn mal gerne. Also du hast gerade Spott eingesetzt, ja? Ja, wahrscheinlich schon. Ich bräuchte einmal den... Sehr schön, dann ist Layla dran. Mhm. Einfach rum. Nee. Okay. Es gibt nichts Gruseligeres als ein Team-Partikel. Todel-Partikel. Hilfe. Nee, ich mache erstmal aus dem Staub. 30 Fuß laufe ich hier hin. Verstecke mich hier hinter. Und. Cast Bardic Inspiration auf. Who's next?
Der Troll, der Riese. Ja. Und dann Osbert. Von eurer Fünfergruppe wäre Dicky als nächstes. Oh nein, Dicky. Ja, aber der braucht's eigentlich auch. Hilfe. Ich gebe meine Bardic Inspiration tatsächlich Elisar. Und in dem Moment, wo ich die Bardic Inspiration einsetze, siehst du, wie ein kleiner Mond erscheint. Also ein silberglühender Sichelmond, der anfängt, um dich rumzuschweben und einen geheimnisvollen silbernen Schleier versprüht. Nice. Und auf seine Aktion, auf seinen Einsatz wartet. Sehr interessant. Das ist sehr cool. War's das damit? Und man hört leise flüsternde Worte auf Elbisch. Okay, sehr gut. Das war's aber. Du könntest noch eine richtige Aktion machen. Du bist nicht gedashed, ne? Du hast nur ich bin nur gelaufen. Ich habe nur mein Movement. Das heißt, du hast dein Movement benutzt oder so deine Bewegung. Du hast deine Bonusaktion benutzt. Du könntest auch noch einen Pfeil in den jungen Burschen reinschießen als Hauptaktion. Glaube ich nicht, weil sie hinter dem Stein steht. Ja. Du kannst an der Seite vorbeigucken. Also hier ist kein... Ja, das ist leider wahr. Man kann das Movement ja auch aufsplitten. Genau, also du kannst es aufsplitten. Eben kurz, also können wir gerne so machen. Kannst du auch sagen, ich möchte ihn auf keinen Fall verletzen? Nee. Mein Gedanke war, ich verstecke mich dahinter, damit ich nicht getroffen werde. Aber dann machen wir es so. Okay. Wie weit ist das entfernt zwischen dem Riesen und Layla? Keine 120 Fuß, das ist das Doppelte. Okay. Dann kannst du einfach draufballern, wie du möchtest. Okay, alles klar. Dann gib mir einfach deinen Angriffswurf. Super, okay. Dann sag ich, der hat wahrscheinlich nicht getroffen. Alles klar. Dann will ich einen Pfeil auf den Riesen losschießen, auf seinen Kopf, zähle ich. Mhm. Oh, nice. Trifft eine... Warte. 13. Du triffst zwar nicht richtig seinen Kopf, aber der Pfeil landet so an seinem Schlüsselbein und er scheint Schaden zu machen. Bitte roll einmal deinen Damage. 6, ja, sehr schön. Scheint ihn unangenehm getroffen zu haben. Und jetzt würde ich mich ganz schnell zu dem Felsen machen. Genau, dann verziesel dich da einmal dahinter. Er hat anscheinend nicht gesehen, woher es genau kam und bewegt sich in dieser Runde auf dich zu, Arwen. Mit 60 Fuß? Also er hat 40 Grundmovement. Das heißt, wenn er dich dort damit erreichen kann, die 40 zu dir. Vera, kannst du mir das einmal... Na klar. Hat der Dash noch Movement? Normales Movement hat er 40. Nee, das sind 60, der ist 60 entfernt. Ja. Okay, dann dasht er auf dich zu und steht dann jetzt da wie bestellt und nicht abgeholt. Und damit ist Dicky dran. Dicky ist erstmal. Ich habe ihm gesagt, er soll weggehen, ne? Ja. Wolltest du nochmal? Dicky erstarrt nicht vor Angst und er rennt in die Richtung von Layla mit einer Dash-Aktion. Ja. Dicky, komm zu mir. Du hörst auch. Und das war seine Aktion. Mehr macht er in dieser Runde nicht. Ich stopp ihn. Er ist kein Mann des Kampfes. Er ist zwar ausgebildet worden, aber anscheinend nicht gegen Hügelriesen. Danach bist du wieder dran, Osbert. Das ist jetzt eine technische Frage. Wenn ich auf diese Säule da hoch will, also auf dieses Podest von den Säulen, wenn ich da jetzt hochklettern will, kann ich das einfach machen? Ich habe nur einen Explorers. Nee, ich habe auch ein Kletterkit. Und Proficiency drauf. Kletterkit würde ein bisschen länger dauern, weil das ist eher so für Steinwände gedacht. Okay. Aber du kannst die Hälfte von deinem Movement dazu aufbringen. Wir müssen das immer mal abmessen, da hochzukommen. Du müsstest mir nur einen Akrobatikwurf geben. Das dachte ich mir. Aber ich denke, das sollte easy in deinem Movement drin sein. Das ist eine 12. Okay, ja, würde ich sagen, das ist reicht. Gerade so. Da, genau. Ja. So hier? Ja. Und... Das ist die Hälfte von meinem Movement jetzt gewesen. Also du müsstest, was ich damit meine, du kannst halb so schnell klettern, was du für Movement hast. Also du hast 15 Fuß. Ach so, okay, also mein Movement ist jetzt aufgebraucht. Ja. Ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Ja, wir haben es nicht abgemessen, aber ich würde sagen, das sollte in etwa so passen. Also springen als Aktion, wäre das möglich? Ja. Kann ich auf den Riesen springen? Ja. Legolas-Style, quasi. Wäre auch noch Movement jetzt gerade. Das wäre Movement? Ja. Okay, dann mache ich das. Würde sagen...
weil es cool ist. Und wenn es deine Aktion aufbraucht, ja, dann kannst du es gerne einmal gerne den mit einem Akrobatik machen. Aber der DC wäre dafür 14. Okay. Mit Akrobatik, ja? Ja. Oh Mann. Osbert Way. Damit du dich halt auch an dem Riesen ordentlich festhalten kannst, ja, und nicht einfach Osbert direkt. Way, Osbert Way, was Glück machst du da oben? Guck genau hin! Ja, es ist eine 17. Okay, ja. Ihr seht, wie unser Ranger Legolas-Style durch die Luft fliegt und jetzt beim Riesen im Nacken sitzt. Ja. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Perfekt. Also ich möchte das jetzt wirklich so machen, dass ich quasi Anlauf nehme und dann wirklich wie so Herr der Ringe, die zwei Türme mäßig, so wie Legolas mich wirklich elegant durch die Luft bewege. Und mein kleines Wurstmesser nehme und so in seinen Rucksack quasi stecke, um mich da quasi zu halten. Mhm, okay. Und hochziehe und dann ihm quasi so am Hals hinten, also hinter sein, also auf seinem Rucksack, wie da halt, hinter ihm sitze oder stehe. Ja, das gelingt dir so. Ja, ja. Und mich quasi so festhalte. Ja, ihr seht jetzt, wie euer nordischer Ranger dort im Nacken sitzt und sich wie bei einem Bullenreiten dort gerade festhält, aber halt auf einem viel größeren Hügelriesen. Jetzt habe ich nichts mehr, ne? Das war's jetzt. Ja. Aber keine Nebenaktion oder irgendwas. Könntest mit einer Bonus, Bonusaktion hast du gerade nicht, um nochmal irgendwie mit deiner Nebenhand einzugreifen, weil du dich ja irgendwie festhalten musst und gerade dann beschäftigt bist, dich auch festzuhalten. Okay, ja. Ich ruf runter zu Arwen noch. Beschäftige ihn! Was anderes habe ich nicht mehr vor! Und ja, und das war dann mein. Okay, meine interessant. Elisa. Wie weit ist der von mir weg? Sind das. Ist es innerhalb der 40-Fuß-Reichweite? Ich würde jetzt nach Augenmaß sagen ja, aber lass uns einmal kurz schauen. Ja, es ist so ziemlich. Ja, doch, ist es ziemlich wohl. Am Rand zählt ja. Ja, dann werde ich mich wohl in einen Bären verwandeln. Ja! Wer hätte das gedacht? Ja! Ja, verwandeln sich einfach in einen Bären. Das habe ich noch nie gesehen. Mit dem Kostüm musste ich das jetzt machen. Ich stand zwischen zwei Möglichkeiten. Ich wollte eigentlich wegrennen und den Kampf verlassen und euch alle sterben lassen, aber heute. Und jetzt sprinte ich auf ihn zu und dann kriegt er erstmal eine ordentliche Pranke ins Bein. Oh ja, bitte. Hoffentlich. Das auf der Kippe. Ja. Das zwischen 18 und 5. Das ist eine 14 plus 26. Der trifft. Okay. Dann kriegt er 2d6 plus 4. Mhm. Eine 6. Mhm. Noch eine 6. Oh. Okay, komm. Plus 4 macht 16. Dann werde ich noch nach ihm schnappen. Und versuche meine Zähne in sein Bein. Das ist wieder auf der Kippe. Ey. Will einfach nicht. Achso, ich dachte, es wäre schon eine 6, aber du hast noch nicht mehr den Attack Roll. Das ist eine 4 plus 6 und 10. Mein Biss wird. Ja, also er bleibt in der speckigen Wade kleben und du kriegst nicht wirklich so den Grip auf sein Fleisch, dass du da irgendwas rausreißen könntest, aber die Pranken haben sichtlich Schaden gemacht und er blutet jetzt auch an der Stelle, wo du ihn gerade aufgekratzt hast. Excellent. Excellent. Ja, und damit ist dann Owen dran. Ich nutze meine Disengage-Funktion und möchte. Du weißt, dass Disengage genau wie Dash eine Aktion ist, ja? Ich weiß es. Okay, ich wollte nur mal nachfragen. Boah, ist ja ordentlich was. Und ja, geh hier hinten drum rum. Hier quasi rein. Aha. Also wirklich in die Mitte davon. Okay. Brülle. Osbert. Nee, scheiße. Ich brülle nochmal. Das Goblin-Schimpfwort. Das Goblin-Schimpfwort. Okay, du musst es nicht wirklich jetzt auswendig nochmal sagen, weil ich könnte es auch nicht. Du Sohn eines mutterlosen Ogers! Auf und Goblin. Ich, genau, und ich lache auch ziemlich laut dabei. Ich hab's auch wieder vergessen. Ja. Du Sohn eines mutterlosen Ogers! Und lache dabei weiter, so laut ich kann. Okay, interessant. Dann ist Layla dran, wenn es das mit deiner Aktion war. Es war's mit meiner Aktion. Ich bleib jetzt mal da stehen und zucke erneut meinen Bogen und schieße erneut einen Pfeil. Und zwar auf die Stelle, wo gerade Elisa reingebissen hat, die gerade schon blutet. Okay, gib mir bitte deinen Angriffswurf. Alles klar. Ich bin so dumm, ich hätte den Bardic Inspiration für den zweiten Angriff nehmen können. Yeah.
Ah ja, stimmt, du hast sie ja noch. Ja. Ich hab nicht an den schönen Mund gedacht. Okay. Trifft eine 22. Ja. Ja, die trifft ziemlich genau. Ziemlich sehr genau. Schön. Ziemlich genau und ein paar drüber, ja. Dann kommt hier mein Schaden. Und wir haben eine 7. Okay. Er heult noch einmal schmerzerfüllt auf. Mittlerweile ziemlich genervt auch. Und er sieht aus, als ob ihr ihm schon Schwierigkeiten machen würdet. Das Ganze geschah so schnell, dass ich mich hinter dem Felsen noch ein Stück weiter ducke und jetzt noch weiter hier hinter verschwinde, sodass er mich wirklich hoffentlich nicht sieht. Okay. Ja. Dann ist jetzt Boog Boog Rule an der Reihe. Und nachdem du ihm ein gehöriges Stückchen Fleisch rausgerissen hast, nimmt er jetzt seinen Baumstamm und schwingt nach dir. Trifft er eine 10? Nein. Wie sieht's mit einer 11 aus? Ja. Okay, sehr schön. Nein. Für ihn. Also nein? Lass uns nicht schneiden, das ist nicht sehr schön. Ach so. Das liegt im Auge des Betrachters. Ein Betrachter jetzt? Nein, nicht ein Betrachter. Er schwingt einmal mit dem Baumstamm und du merkst so richtig, wie die Luft über dir weggeschoben wird. Und dann haut er nochmal von oben drauf und trifft dich volle Breitseite. Du erhältst 19 Schadenspunkte. Bam! Ihr hört es wahrscheinlich sehr viel knacken bei mir. Glück gehabt haben wir da noch. 19! Alter Latz! Ja, mehr macht er diese Runde nicht, außer dich anzuschreien dabei. Also wirklich richtig tief aus der Kehle, als er merkt, dass er dich auch getroffen hat. Und damit sind wir bei Dicky, der dir folgt, Leila. Ja. Sagt, dafür wurde ich nicht ausgebildet. Was sollen wir bloß machen? Mr. Way ist in Schwierigkeiten. Oh nein, wir müssen irgendwas tun. Ich nehme Dicky bei der Schulter, beuge mich ein bisschen runter zu ihm und sage, Dicky, keine Sorge. Wir sind eine Truppe voller Helden und Freunde und wir werden diesen Kampf, wir werden diesen Riesen besiegen und wir werden überleben. Aber du musst jetzt mutig sein, Dicky, hörst du? Ich muss mutig sein. Du siehst, wie so zwei Tränen so aus seinen Augen runterlaufen. Das ist okay und du bist mutig, Dicky. Ich weiß es, wir schaffen das. Wir werden es schaffen. Und damit schalten wir zu Osbert zurück, der gerade den Riesen reitet, der versucht hat, Elisar also als er sich umgedreht hat, um Elisar anzugreifen, habe ich mich natürlich festgehalten. Ich möchte gerne zwei Pfeile aus meinem Köcher nehmen. Mhm. Die in die Hand nehmen. Okay. Und ihm um seinen Kopf herum greifen und in die Augen rammen. Okay. Du möchtest ihn also blenden, ja? Mit zwei Pfeilen, die in seinen Augen stecken und die ich dann potenziell benutzen kann, um ihn zu lenken. Ich finde das so grandios. Gib mir einen Angriffswurf, aber bitte mit Disadvantage, weil das so super spezifisch einfach, ist. Einfach generell, wie funktioniert das generell? Das ist dann, du wirfst den zweimal und nimmst den schlechteren. Nee, aber das ist Proficiency und Initiative dann, oder? Nicht Initiative, sondern dein Angriffsmodifier. Ich würde sagen, du bist nicht proficient mit Pfeile in Augen von Leuten stecken manuell. Dex. Dex, ja? Okay, das wollte ich nur wissen. Einfach nur dein Dex plus das, was du würfelst, ohne den Net 20. Proficient. Net 20 hier. Ja, hat er wirklich. Wow. Yeah. Wow. Okay. Ist das die erste Net 20, die wir gewürfelt haben, oder hatten wir schon mal welche? Du hast auf jeden Fall deine erste Net 20 gewürfelt. Ich weiß es nicht, gewürfelt. Ich war der erste, ja. Würfel bitte 2d6 plus dein Dexterity Modifier. Das ist eine 1 und eine 6. Und der Dexterity ist eine 2. Also 9 insgesamt. Also 9. Ja. Wilde Netwand. Absolut wild. Du stichst beide Pfeile gleichzeitig in seine Augen und ihr hört alle ein schmerzerfülltes und wie der verrückte Osbert Way oben sitzt und versucht, den Riesen wie mit zwei Schaltknüppeln durch die Gegend zu steuern. Es scheint aber nicht ganz zu funktionieren, ihn irgendwo zu lenken, sondern es scheint ihm einfach Schmerzen zu machen. Ja. Aber du siehst, dass seine beiden Augäpfel massiv am Bluten sind und das Blut ihm auch das Gesicht runterläuft und er gar keine Möglichkeit mehr haben kann, jetzt irgendwas zu sehen. Er ist für diesen Kampf geblendet. Ich fühle mich von dieser wilden Aktion so inspiriert, dass ich anfange, ein wildes E-Gitarren-Solo auf der Laune zu spielen. Ich möchte, während ich das quasi mache, so, wie gesagt, Legolas-Style, ne?
möchte ich quasi so den Kopf, den ganzen Kopf so drehen, dass er so ein bisschen sich neigt in die Richtung von Dicky. Mhm. Und Dicky so einen Blick so über den Stein drüber zu werfen. Und quasi so zuzunicken und so einen Zwinkern zu werfen. Oh. No, ja. Noch, also er ist immer begeistert von dir gewesen, ja. Aber er war noch nie so begeistert. Ich hoffe, dass er aus dem Zwinkern lesen kann, dass ich möchte, dass er das als Zeichnung festhält, diese und einen kleinen Bericht schreibt, um das an die Nordrische Zeitung zu senden. Lass mich einen Insight dafür machen, ob er es ja schafft, ja. Ja, das kurze Haare, oder? Oder wehen die auch so ein bisschen? Ja, genau. Ich habe also quasi wie meine Frisur. Quasi. Ich habe oben lang und die flattern quasi so ein bisschen im Wind. Mein grünes Cape flattert im Wind. Ja. Ja, perfekt. Dann, oh. Das war jetzt meine Aktion. Mhm. Meine Nebenaktion. Nein, das war's. Okay, du hättest ja, ja noch eine Bonusaktion. Ich weiß nicht, was meine Bonusaktion. Was könnte denn. Gilt das Movement des Riesen jetzt als mein Movement, wenn ich versuche, ihn zu steuern wie ein Pferd? Tatsächlich nicht, wenn es gegen den Willen des Riesens ist. Also wäre er ein Tamed Animal, wäre es dein Movement, ja, aber so noch nicht, weil er sich gegen dich wehrt. Weiß ich, wie man Riesen tamed. Kann ich irgendwas ins Gib Ort mir nutzen? Einen Nature-Check. Wenn das eine Net 20 ist, dann ja. Okay, Nature. Oh je. Es ist keine Net 20, es ist eine Dirty 20. Okay, es sind 19 plus 1. Ich gebe dir das. Du weißt, dass Riesen Stärke respektieren. Ja. Und dass sie sich vor allem dann unterwerfen, nicht wenn man mit ihnen diskutiert, sondern wenn man sie besiegt. Dann kann man sie unterwerfen. Ich gehe so, während ich quasi halte, bin ich in der Nähe auf seine Ohren. Und ich flüstere ihm quasi so ins Ohr auf Goblin. Wer ist jetzt der Gott? Sehr gut. Das behalten wir mal für später im Hinterköpfchen. Okay. Das war erstmal dein Zug. Dann ist Berizar dran. Ja, ich habe vor mir diese Stelle, wo ich meine Prank eben rein versenkt habe an seinem Bein. Und auf diese Stelle wird jetzt schön weiter eingehackt. Erstmal mit einem Biss. Mhm. Erstmal einen Chomp rausnehmen. Mhm. Oh, das sieht gut aus. Das ist eine 23. Ja, es trifft. Dann ist das eine 9. Mhm. Und dann mit meiner Pranke auch nochmal auf die gleiche Stelle. Das ist auch eine 23. Trifft ebenfalls. Oh, Junge. 8 Schaden. 8, okay. Er sieht mittlerweile ziemlich zugesetzt aus, nachdem du mit ihm fertig bist und nachdem er auch geblendet ist und alles überall aus ihm herausblutet. Sehr schön. Dann kommen wir zu Arwen. Arwen, der Riese kommt nicht zu dir, er ignoriert dich, er hat gerade keine Sicht mehr und wird von einem Bären angegriffen. Was tust du? Ich bewege mich mit meinen normalen 30 Fuß, ja, mhm, zu Elisar, genau an die Stelle und ich möchte dich da verdrängen. Lässt du das zu? Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Du hättest eigentlich Advantage auf die Attacken bekommen. Kannst du noch deine D20er einmal rerollen, um zu schauen, ob du eine Net 20 gewürfelt hättest? Sure. Sorry, dann kommen wir eben zu dir. Das ist der erste. Das ist der zweite und es waren beides leider keine Net 20. Okay, alles klar. Gut, dann kommen wir wieder zu dir. Ich möchte dich von deinem Platz verdrängen, welche? Ja, lass ich zu. Mhm. Ich mach mal so, ne? Wenn das in Ordnung ist. Ja. Dabei. Schreie zu ihm nochmal runter. Das Wort eines. Und schlag mit meinem Schwert zu, tatsächlich einfach nur. Okay. Dabei. Mit deinem Schild aber auch noch in der Hand. Ja, klar, das habe ich noch. Okay. Aber wieso wolltest du mich jetzt verdrängen? Siehst du gleich. Okay. Weiß nicht, ob es ein Meme ist, dass du deine Pläne nie mit uns teilst. Oder ob das und einfach, sie gehen einfach nie auf. Oder ob das einfach nur so du als Spieler bist. 13. 13, mhm. Das trifft. Hast du mit Advantage gewürfelt? Nö, habe ich nicht. Achso, ja, mach nochmal. Du könntest eine Net 20 haben. Das wäre sehr gesund. Nö, ich hätte jetzt eine 19, aber. Also, 19 dirty. Eine 8, da hätte ich jetzt nur. Okay, hebe mein Schwert. Tatsächlich eine 8 plus 2 und gehe mit 10 Schaden einfach nur quasi gegen das Bein. Ich glaube nicht, dass das so aussieht, weil du machst das mit zwei Händen. Ah, ja, du machst es mit einer Hand. Ist gar nicht so leicht, hä? 10 Schaden, sagst du? 10 Schaden. Du hast ein bisschen Angst, dass du mich Ja, wie ein Maler.
fügst du ihm einen Strich zu und eine weitere rote Wunde öffnet sich und sprüht alles mit Blut voll. Und damit sind wir wieder bei Dicky. Ne, Quatsch, sorry. Leila. Danach wäre auch noch der Riese drin gewesen. Naja. Ich beug mich mal nochmal runter zu Dicky. Sag, sei mutig, wir schaffen das. Seine Tränen sind versiegt, siehst du gerade. Er sieht eher richtig motiviert und kampfeslustig aus. Sehr gut, sehr gut. Das ist der Spirit. Dicky, den brauchen wir. Dreh mich um. Ja, bis dahin, das sind ja, schaff ich ja. Mein ja, locker. So. Was sehe ich beim Riesen? Was trägt der unten? Ist das so ein Lendenschutz? Was hat er? Ja, er hat so eine Art Lendenschutz. Grausam. Mir fällt auch gerade ein, du hättest die Bardic Inspiration nochmal für extra Schaden nutzen können, aber du kannst es auch eher nutzen. Ich wollte das halt mehr aufheben, für, ja, als ich daneben habe. Genau, wollte ich nur ändern. Ja. Okay, danke. Alles klar. Dann sag ich, wird Zeit, diesen Riesen ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen und schieße Feuerbrot auf ihn. Okay, dann gib mir bitte einen Angriffswurf damit. Mhm. Ich glaube, dein was ist dein Spell Attack? Wo ist deine Spellliste? Ansonsten können wir auch einfach hier auf Spells gehen. Achso, ist es nicht Spells. Normal? Achso. Und dann. Achso, du hast es sowieso in der Liste gehabt. Nevermind. Ja. Weil dein Spell Attack ist ein +4. +4, okay. Verstanden. Achso, das meinst du, ja, okay. Okay. Dritt. 14. 14 trifft. Ah, nice. Hat sie auch Advantage. Ja, klar. Darfst zweimal würfeln. Ah. Oh, dann 20. Nett oder dirty? Dirty 20. Okay, ja, trifft trotzdem. Dirty 20. Okay, super. Dann aber den Schaden. Das ist er hier. 4, immerhin. Aber fängt das an zu brennen? Es, wenn du näher dran stehen würdest, ihr riecht das eher ein bisschen, es riecht schon ziemlich versenkt, aber ja, es riecht nicht so, als sehen. Schade. Ich sehe, was er da drin hat. Ja, sehr schön. Damit ist er auch dran und geblendet und völlig zerhackt versucht er jetzt noch irgendwie irgendwas zu treffen und haut einfach nochmal zweimal in die Richtung, wo er den Bären erwartet. Mit einem Disadvantage, weil er dich nicht sehen kann und geblendet ist. Ich sehe da ja auch gar nicht mehr. Da, wo er den Bären erwartet, ist bin ich. Ach so, ja, dann wird er dich jetzt umboxen. Vielleicht. Vielleicht. Trifft eine 16? Ja, nee, 18 habe ich. Eine 18, okay. Dann schwingt er ebenfalls an dir vorbei, aber du hättest es nicht erwartet. Der greift noch ein zweites Mal an, der Schlingel. Trifft eine Net 20. Plus ja, trifft. Okay. Gut zu wissen. Gar nicht so viele D8er. No. Kleiner Spielwürfel. Scheiße. Net 20 habe ich nicht mitgerechnet. Wie gut, dass du mich verdrängt hast. Ja. Kein Problem. Er holt aus und du versuchst mit deinem Schild das Ganze noch abzuhalten, aber es ist ein fucking Baumstamm, der mit Karacho auf dich gehauen wird. Und du wirst ein bisschen wie ein Nagel so in die Erde so bumm reingeogert und er teilt dir 33 Schaden aus. Oh mein Gott! Ich kipp um. Gott! Ich kipp um. Ein Owen von Pondingen wird in den Boden gestampft. Wird damit noch eine Reaktion ausgelöst? Nicht, wenn du ohnmächtig bist, nein. Fuck. Okay. Dann bin ich ohnmächtig und fall so zu Boden. Genau genommen fällst du nicht zu Boden, sondern du wirst eher reingerammt und dein Oberkörper fällt ein bisschen nach vorne. Doppelnet 20. What? Soll ich sagen? Yeah. Ich bin ein Champion. Mhm. Uncool. Doppelnet 20. Ja. Wie mitgenommen sieht er gerade aus? Ha? Wie mitgenommen sieht er gerade aus? Der Riese? Ja. Ziemlich. Also er blutet überall sehr stark, er ist leicht angesenkt, seine Augen sind nicht mehr funktionstüchtig und es versucht gerade ein Ranger ihn mit zwei Pfeilen zu lenken. Mach den nordischen Mixer. Dreh die Pfeile. Der nordische Mixer. Ja, ja, du bist nämlich auch wieder dran, weil Dicky ist zwar jetzt dran, aber du siehst, die anderen nicht, wie er das Papier rausnimmt und diese Szene festhält. Das Haar von Osbert ist
deutlich länger. Sein Hemd ist etwas auf, dass die Brust rausragt, mit etwas Behaarung ran. Und die Muskeln sind auch ein bisschen übertrieben. Und das ist so die Szene, die er gerade malt. Das ist so eine griechische Götterstatue. Ich sehe das, was mit Arben passiert. Und rufe einfach nur so, Arben, nein! Und greife zu meinem Schwert, zu meinem Kurzschwert. Also ich lasse quasi ein Auge los, das andere halte ich weiter fest. Auch damit ich einfach selber das Footing noch habe. Ziehe quasi mein Schwert, mein Kurzschwert. Möchte nur mit dem einen ihm die Kehle durchschneiden. Okay, gib mir einen Angriffswurf mit Advantage. 15 Trifft. Ja. Dann, das ist doch der richtige Würfel, oder? Ja, das ist eine 7. An Schaden? Eine 8, sorry. Eine 8 an Schaden, okay. Schneidest ihm nicht ganz die Kehle auf, aber es blutet auch jetzt am Oberkörper sehr stark. Ja. Er fängt auch langsam an zu röcheln. Verräter töten! Und dann möchte ich ihm nochmal ins Ohr flüstern. Und nochmal auf Goblin sagen: Du bist besiegt! Okay, gib mir ein Intimidation mit Advantage. Ich sage, der DC dafür ist 18. Das, was du mir vorgegeben hast, gilt nicht mehr, ne? Natürlich gilt das noch. Das gilt noch? Geil. Ah, ich hätte aber einen Con-Save machen müssen, für die, um die Concentration abzuhalten. Das habe ich eben nicht getan. Okay, dann mach das bitte einmal. Aber du hast sowieso schon Advantage darauf, weil du ihn gerade schon eingeschüchtert hast. Du hast es aber nicht mehr. Ist okay. Ja. Aber es ist trotzdem Advantage, okay. Sehr fair von dir. Vorbildlich. 16. Ja, er ist in Rage und hört nicht auf dich. Ja. Gut, dann bist du wieder dran, Elisa. Genauso wie dieser Riese gerade in Rage ist, seht ihr, wie Elisa einen kurzen Blick auf Arben wirft, dann diesen Riesen anguckt und ich glaube, ihr hört so das donnerndste Bärenbrüllen, was ihr je gehört habt, und Elisa stürzt sich auf diesen Riesen. Können wir da ein Miau in der Post machen? Das ist eine 6. Ich benutze Bardic Inspiration. Du darfst beim Attack Roll, glaube ich, den besseren aus. Ach, nee, das war bei Advantage Check. Noch, das muss ich noch sagen. Ja, ja, du hast sowieso Advantage. Net One, gut, dass ich das also, jetzt dann Bardic Inspiration. Nee, du darfst beim Ability Check, da dürftest du den nochmal wählen, werfen beim Attack. Falls der Attack hittet, dann kommt der Bardic Inspiration noch als Schaden oben drauf. Wenn der Riese den Con-Save dafür fällt. Das ist eine 2, das heißt, ich komme insgesamt auf eine 14. Das trifft, ja. Sehr gut. Dann er schafft den Con-Save nicht. Der DC war 12, glaube ich, bei dir immer, ne? Ja. Spell DC. Spell Safety. Achso, ja. Okay, ja. Nee, dann schafft er den nicht. Hier. Dann kriegst du noch plus 2 obendrauf dafür, dass die, dass dieses kleine Partikel von Mondlicht dazu noch explodiert und sich in die Haut von dem Riesen reinbrennt. Sehr schön. Es hat auch funktioniert, ne? In dem Moment, wo die Bardic Inspiration gefruchtet hat, leuchtet der Mond nochmal richtig krass auf. Und ganz viele mini kleine Sternchen, so diese, wie jetzt, wenn du in die Galaxie reinschaust, erscheinen. Und wie ein Sternenhagel. Sehr schön, stark. Bärenstark. Fast so stark wie mein Schaden. Das ist eine 8 vom Biss. Mhm. Aber ganz egal, wie er jetzt aussieht, kommen die Pranken auf jeden Fall nochmal nach und ich hack's, den muss ich gleich nochmal neu machen, weil der war wieder auf der Kippe 12 oder 7. Okay, ich hack auf ihn ein in purer Aggression mit einer 18 treffe ich auch, oder? Die 18 trifft, ja. Und mache weitere 14 Schaden. Wie sieht's aus, Elisa? Ich bin ganz kurz in dem Moment in kompletter Rage und möchte ihn wirklich zerhäckseln, so gut ich an den rankomme. Als ich aber merke, dass er anfängt zu kippen und zu sinken, verwandle ich mich sofort zurück. Noch bevor der Riese irgendwas machen kann, lasse ich Good Berries in meiner Hand erscheinen und wende mich Arven zu.
Ihr seht einfach, wie er sich durchbohrt, fast wie ein Maulwurf. Aber anstatt Erde buddelt er sich durch einen fetten, riesigen, 6 Meter großen Körper. Und als ob nichts gewesen wäre, verwandelt er sich zurück und hat ein paar bärchenförmige Goodberries in seiner Hand. Ich surf und, so den Rücken runter auf ihm. Also ich verliere hoffentlich nicht mein Pudding. Gib mir einmal einen Akrobatik-Wurf, einfach zu schauen, wie cool du das machst. Das ist eine 18. Ja, du machst das saucool. Ja. Also es ist fast schon Legolas-Style. Ja, genau. Ich surf es sieht sogar ein bisschen natürlicher aus, weil es nicht so perfekt ist. Ja, also es sieht wirklich real aus. Ja. Und Elisa hängt jetzt quasi durch diesen Riesen durch und reicht. Oder durch den größten Teil und hat sich dann wieder zurückverwandelt und sofort ein paar Goodberries in seiner Hand. Ist der Riese gekippt? Der Riese kippt einfach nach vorne, beziehungsweise in zwei Hälften, weil der Körper irgendwie auch auseinanderfällt, nachdem so viel von Elisa durchbohrt wurde. Und Book Book Rule ist nicht mehr. Er liegt tot auf dem Boden, es ist überall Blut und ihr dürft die Früchte eures Kampfes genießen. Ich greife erstmal nach den Früchten, soweit es geht. Du kannst gar nichts greifen, du bist völlig bewusstlos, Arwen. Ich nehme mir diese Goodberries und nehme mir erstmal ein paar, leg die in deinen Mund und mach und gucke, dass du die so zerkaust, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Goodberries beim Zerkauen ihren Effekt auslösen. Und biete dir dann aber sofort, während du zu dir kommst, mit einer Hand die anderen an, während ich dich stütze und dich angucke. Ja. Ja, in dem Moment, als du darauf rumbeißt, kommst du wieder ins Leben zurück, beziehungsweise du warst nicht wirklich tot, aber du kommst wieder zu Bewusstsein und nimmst einen sehr großen Schluck Atemluft auf und siehst das Massaker vor dir. Entweder habe ich geträumt oder Osbert ist gerade auf dem Riesen geritten. Ihr habt nicht geträumt, aber esst das. Ja, ich esse alles quasi auf. Mr. Way, ich habe alles gesehen, ich habe alles aufgezeichnet. Und er zeigt dir die Zeichnung, die er gemacht hat. Er hat 2 angefertigt. Einmal, wie du den Riesen reitest, so wie ich es gerade geschildert habe, nur noch mit vielen feinen Details. Und einmal hat er auch noch eine kleine Zeichnung angefertigt. Die ist noch nicht ganz so exzellent gemacht wie die andere. Aber du siehst, wie auf der einen Seite ein Bär steht. Der springt rein. Also es sind praktisch so 3 Figuren, also es soll so eine fließende Bewegung darstellen. Also es steht ein Bär dort, dann springt der Bär durch den Riesen durch und raus kommt ein Halbelf. Oh, cool. Oh. Ich guck mir die Bilder so an und sag so, gut gemacht, Dickie. Aber heb in deinem Bericht hervor, dass das meine Idee war und gib's ihm. Natürlich, Mr. Way. Und ich ziehe so meinen Mantel zurecht. Lass nochmal alle sehen, vor allem Arwen, dass ich keinen Kratzer an meinem Körper habe, obwohl ich einen Riesen geritten bin und ihn quasi getötet habe selber. Ich gehe zu dir. Rück so meinen Mantel zurecht, mach so meine Schulterplatten ein bisschen sauber. Und du gehst dich erstmal, hebst du dich aus diesem Loch, wo er dich reingestampft hat, mühsam raus. Dann gehe ich aber zu Osbert, muster ihn von oben bis unten und gebe ihm die Hand. Danke. Kein Problem. Ich habe noch nie gegen einen Riesen gekämpft und noch nie mal gegen so einen großen. Ihr seid einfach so krass. Ich lache aber auch so, also dabei so ein bisschen so aus Erleichterung. So. Selbst Oswald schmunzelt so ein bisschen. Ich möchte gerne zum Riesen gehen. Und ich gehe davon aus, dass er tatsächlich diesen gewaltigen Rucksack auf dem Rücken hat, weil an dem habe ich mich auch festgehalten und so. Ich möchte ihm das Goblinhorn abnehmen wieder. Mhm. Und einmal mit meinem Schwert einfach so quer über den Rucksack schneiden und gucken, was da drin ist. Okay. Was da so rausfällt. Und was dort rausfällt, schauen wir uns nächste Woche an. Nein! Hey! Ihr habt den fucking Riesen einfach umgebracht. Oh Mann. Wow. Happy Halloween. Und Reisender? Ja, genau, ihr da drüben. Habt ihr nun Lust bekommen, euch unseren Abenteuern anzuschließen in den mystischen Grenzlanden von Nordrien? Hier, klickt doch einfach mal hier drauf. Hier könnt ihr